So, hallo, jetzt habe ich den Herrn Förster von der SWG vor der Kamera stehen. Herr Förster, was ist das Besondere an dieser Einrichtung? Das Besondere an dieser Einrichtung ist, dass sie dem demografischen Wandel Rechnung trägt, dem altersgerechten Wohnen. Und dementsprechend wohnt hier auch die Gruppe Altersgerechtes Wohnen im Alter von der lokalen Agenda 21, zeichnet sich dadurch aus, Barrierefreiheit über Aufzüge, über die einzelnen Geschosse direkt in die Wohnungen und Gemeinschaftsflächen mit einem großen Pflegebad, wo man sich gegenseitig helfen kann, aber natürlich auch Einzelbädern in den Wohnungen, eine große Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsräume, Gästebereich für Besucher, die auch hier übernachten können und eine schöne große Terrasse. Also es ist die Möglichkeit da, zusammen zu leben, zu wohnen, aber auch jeweils sich in die eigene Wohnung zurückzuziehen, wenn das mal nicht gewünscht wird. So, hallo, ich habe also jetzt die Frau Ulrike Stahl von dem Freien Altenring Schweinfurt e.V. vor der Kamera. Frau Stahl, was ist das hier jetzt für eine Einrichtung? Einrichtung ist nicht so ganz das richtige Wort. Es ist eine Hausgemeinschaft, die sich gefunden hat. Vor 15 Jahren waren die Anfänge. Einige der damaligen Mitglieder sind heute auch eingezogen, also wohnen heute hier. Und wir haben uns gefunden, um gemeinschaftlich zu wohnen, auf freiwillige Basis, uns gemeinsam zu helfen, uns zu unterstützen bei Kleinigkeiten und je nachdem, wie die Beziehung sich entwickelt hat, auch bei größeren Dingen. Alles ganz wichtig, freiwillig. Hier in diesem Haus, in diesem Gebäude, hat jedes Mitglied, also jedes Mitglied eine eigene Wohnung. Es ist so, dass ich in dieser Wohnung völlig autark leben kann. Es ist Bad, Küche, ne, was halt immer bei einer WG so unsicher macht, hat jeder bei sich. Wir haben zusätzlich, hat uns die SWG eben ermöglicht, dass wir hier diesen großen Gemeinschaftsraum haben, dass wir eine Gemeinschaftsküche haben, dass wir ein Gemeinschaftsbad haben, dass deswegen, weil ja die Wohnungen alle mit Duschen ausgestattet sind, mit barrierefreien Duschen. Und das Zusammenleben dieser Bewohner hier in dieser Hausgemeinschaft entwickelt sich wunderbar, also viel, viel besser noch, als ich dachte. Wir hatten hier kurz nach dem Einzug gleich einen Trauerfall, was uns alle sehr betroffen gemacht hat. Aber da habe ich dann gesehen, dass wirklich die anderen Bewohner aufeinander zugehen und helfen. Jetzt nicht alle 23 auf die eine arme Frau, aber doch ganz selbstverständlich hat sich da so eine Gruppe gebildet, die immer gefragt hat, kann ich Ihnen was mitbringen, kann ich Sie zum Friedhof fahren. Also sehr, sehr schön, hat mir sehr gefallen. Wie sind die Gelder zusammengekommen? Wie wurde das finanziert? Die Details kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Ich weiß nur, also die Stadt hat es der SWG gegeben. Die SWG ist ja eine stadteigene Wohnungsbaugesellschaft und die haben dieses Projekt zur Sanierung sowieso ausgeschrieben, wie alle anderen Teile hier in der Oskar-von-Miller-Straße auch. Und warum bei uns? War halt so, dass die Hospitalstiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten das unterstützt hat. Die Details müssen Sie bitte bei der SWG erfragen. Sind denn noch Wohneinheiten frei? Nein, nein. Es ist alles belegt. Vor allem, es muss so sein, weil wenn ich hier einziehe, muss ich teilhaben an einer Bürgschaft. Wir haben von der SWG das Recht, die sind ja unser Vermieter, wir haben das Recht, dass wir die Belegung selbst bestimmen dürfen. Das heißt, wir müssen das dafür bürgen, dass die Wohnungen belegt sind. Das heißt, es kostet an Geld. Wenn wir die Wohnungen leer stehen lassen, kostet es Geld. Sind weitere Objekte geplant in dieser Art? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir vielleicht ins Eigentum gehen, aber da ist sehr viel Rechtsanwaltskontakt erforderlich, weil ja beim Eigentum das Erbe kommt. Das kann man nicht ausschließen, will man ja auch nicht, aber das muss sehr gut auf sehr wichtige Füße gestellt werden, sonst kann so ein Erbe das dann schon kippen. Und dann bin ich noch dabei zu überlegen, ob wir ein Projekt machen im Landkreis. Da sind jetzt ein paar Anfragen da, aber da warten wir noch halt auf ein paar Zustimmungen. Wenn es dann ist, dann werden Sie ganz schön. Und habt halt den Oberbürgermeister vor der Kamera. Herr Oberbürgermeister, wie finden Sie denn die Einrichtung? Sie waren ja jetzt unterwegs, haben sich einige Räume, einige Wohnungen angeschaut. Wie finden Sie denn diesen Ort? Ja, ich bin sehr begeistert über diese Einrichtung. Es ist die erste in Unterfranken dieser Art. Der Geschäftsführer der Stadt, der SWG, hat sie gerade als Alten-WG tituliert. Also so ein bisschen ist das so. Es wohnen alte Menschen dort in ihren eigenen Einheiten, in ihren eigenen vier Wänden, aber mit entsprechenden Gemeinschaftsräumen, mit Räumen der Begegnung, der gegenseitigen Unterstützung auch. Es gibt Gemeinschaftsveranstaltungen, gemeinsame Kaffeerunden. Und das ist auch die Idee dieser Alten-WG, dass man selbstbestimmt lebt, barrierefrei, aber eben sich gegenseitig unterstützt, besucht und unter die Arme greift.
Diese habe ich denn vor der Kamera. Edith Schabel. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Ein halbes Jahr. Und wie fühlen Sie sich hier? Sehr wohl. Wir haben eine gute Hausgemeinschaft und helfen uns gegenseitig, wenn was zu machen ist. Es ist ein angenehmer Aufenthalt hier drin. Warum haben Sie sich für hier entschieden und nicht für was anderes, sondern ausgerechnet für hier? Ja, weil das mir am besten gefallen hat. Ich war immer gegen das Bergl, aber ich bin überrascht, wie schön das geworden ist.